Fokus statt Hokus Pokus, also die Sachen, die man so mitbekommt, gerade diese Tipps zum Beispiel auch in diesem Vlog, unbedingt umsetzen. Ich weiß nicht, naja. Komm, gib alles, irgendeinen, der so richtig Schrott war. Wenn ihr auf LinkedIn euer Profil einrichtet, schaut, dass... Dein Business-Tipp. Mein Business-Tipp. Das ist auf jeden Fall ein, Gold, also ein Tipp, der Gold wert ist, aber... Unbedingt. Das ist das, was bei mir tatsächlich maximal irgendwie zum Erfolg beigetragen hat. Nehmen wir den Gerald, den Investment-Punk, einen Business-Tipp bitte für die Community. Also, ich melde mich hier live von der Founder Summit. Wir sind als Aussteller am Start. In dem Vlog, ja, gibt es für dich Business-Tipps. Das heißt Value, Value, Value. Bleibt auf jeden Fall dran. Und der letzte Tipp, der hat es auf jeden Fall in sich. Marketing first. Kümmere dich um dein Marketing. Dann fällt dir Sales leichter, dann machst du mehr Umsatz, dann wächst dein Unternehmen und alles kannst du mit Marketing lösen. Selbst Mitarbeiter kannst du über gutes Mitarbeiter-Marketing finden, also Marketing investieren. Wir machen weiter mit dem nächsten Business-Tipp. Gefühle abschalten und einfach machen. Kopf abschalten, einfach machen. So einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Geil. Ein Business-Tipp, eigentlich ganz einfach aktuell. Leute, ihr werdet es wissen, die Leute sind gerade nicht so investitionsfreudig. Es ist einfach eine leichte Krise, die gerade einfach aktuell ansteht bei den Unternehmen. Und diese Unsicherheiten, die sie haben, um bei euch zu kaufen, diese Unsicherheiten, die müsst ihr ihnen nehmen. Ja? Deswegen gebt ihnen diese Sicherheit, das Vertrauen, dass sich das Investment in der Krise lohnt, um als Gewinner aus der Krise rauszugehen. Und dafür müsst ihr einfach das Vertrauen bei denen aufbauen. Deswegen setzt eure Kunden vor die Kamera und sprecht genau dieses Thema da an in Form von saftigen Video-Statements. Mach Akquise. Vertrieb ist das Wichtigste, um Neukunden zu gewinnen. Und du brauchst in deinem Business einfach Umsatz, du brauchst Neukunden, um dein Business am Laufen zu halten. Also mach Vertrieb. Wenn du den passenden Ansprechpartner brauchst, der dir hilft dabei, Kaltakquise und Vertrieb zu machen, dann findest du uns auf www.paulniederlag.de. Ansonsten, wie gesagt, mehr Vertrieb. Sehr stark. Also das war Akquise und Pitch in einem. Auf jeden Fall Sichtbarkeit. Weil wenn du YouTube machst, wenn du Webseite hast, wenn du Branding hast, die Leute müssen das ja auch finden. Das heißt, man muss im Vorfeld auf Sichtbarkeit gehen, damit all diese anderen Kanäle viel besser bespielt werden. Und deswegen ist Sichtbarkeit auch der Gamechanger, gerade jetzt in 2024 und zukünftig. Sehr cool. Dein Business-Tipp. Kann ich genauso unterschreiben. Vor allem, das Ding ist, auch wenn ihr Kaltakquise macht, viele sagen B2B, nee, das brauche ich gar nicht. Das unterstützt auch bei der Kaltakquise. Wenn die Leute, wenn ihr die anruft, wenn die nach euch suchen, sehen die Reels, sehen die YouTube zum Beispiel und dann baut sich direkt auch Vertrauen auf. Sehr gut, also hier Sichtbarkeit, weiter geht's. Show, don't tell, hör auf irgendwas textlich zu behaupten, zeig was du kannst und beweise es am besten in einem Video. Stark, kurz, knackig. Achtet auf eure Reputation. Was findet man, wenn man euren Firmennamen bei Google eingibt? Hier haben wir unseren Kunden Daniel. Servus. Wir wollen von dir einen Business-Tipp. Ja, also was für mich ein Game-Changer war, war auf jeden Fall Events zu besuchen. Dass man auf jedem Business-Event, was irgendwie deine Zielgruppe hat, zu besuchen, am Start zu sein. Vielleicht sogar mit Stand oder einer Speech, um noch mehr präsent zu haben. Aber auf jeden Fall als Besucher, um Kontakt zu den Leuten face-to-face und in der echten Welt zu haben. Weil raus aus der Online-Welt, rein offline, face-to-face die Leute treffen, das ist mein Business-Trip. Vertrauen schaffen durch organische Lead-Generierung. Instagram, Facebook und vor allem YouTube. Sehr cool. Bei dir, Chris? Auf jeden Fall YouTube-Kanal aufbauen und natürlich empfehlungspost.de. Kann ich auf jeden Fall 1000% empfehlen. Wir haben das jetzt gelauncht und es kommen immer mehr Dienstleister rein und ich mache irgendwann nur noch Empfehlungen als Business. Ein Business-Tipp ist, einen YouTube-Kanal aufzubauen, um mehr Sichtbarkeit zu haben, weil ich bin Kunde geworden bei ihm, weil er einen YouTube-Kanal hat und als Personal Brand einfach greifbarer für mich geworden ist. Also mein Business-Tipp absolut ist einfach Zielgruppenverständnis. Tiefes Zielgruppenverständnis, das ist die beste Grundlage für jeden, für jedes Business. Sehr, sehr guter Tipp. Bitte umsetzen. Und weiter geht's mit den nächsten Tipps. Resilient sein, aus Fehlern lernen und immer gucken, was hat man gemacht, um dahin zu kommen, wo man gerade steht. Und sich dann zu überlegen, was muss ich ändern, damit ich dahin komme, wo ich hin will. Stark. Grüße dich, servus. Einen knackigen Business-Tipp von dir. Behalte deine Steuern zu jeder Zeit im Griff, würde ich sagen. Jetzt bekommen wir den authentischsten Business-Tipp. Das ist der authentischste Business-Tipp, der erste Gedanke, den ich habe. Körper, Geist und Seele. Ganz ehrlich, wir haben es ein paar Mal gehört. Es klingt kitschig, es klingt esoterisch, aber ganz ehrlich, wenn du nicht deinen Geist trainierst, deinen Körper trainierst, deiner Seele das gibst, was es braucht und an deinem Business arbeitest, dann macht das alles keinen Sinn. Weil am Ende des Tages
wo willst du hin? Die meisten haben keine Ahnung, dementsprechend mach einfach irgendetwas und sorg dafür, dass du alles auf demselben Level hebst und dann läuft das Business auch irgendwie schon. Also bei mir ist es so, ich wünsche mir einfach, dass mehr Frauen Business machen. Ja. Sehr gut, gutes Statement, wenn du zuguckst, bist eine Frau, starte dein Business. Setzt euch Daily KPIs und zieht die bis zum Umfallen durch. Sehr geil, vielen, vielen Dank. Hört auf, Tipps zu geben in eurem Content und geht in die Schmerzen der Zielgruppe rein, weil Mehrwert alleine bringt nichts. Geil. Copywriter Roman Meyer, einen Business-Tipp von dir bitte. Fang an, E-Mail-Newsletter aufzubauen, wird viel zu wenig benutzt von den Leuten. Also ich würde sagen, der wichtigste Punkt meiner Meinung nach ist, nicht zu viel rumzuspringen, vor allem am Anfang. Ne? Also die meisten springen richtig rum, ne? Versuchen eine Sache, dann die andere Sache, weil es auf der anderen Seite einfach besser aussieht, aber bleiben nie konstant bei der einen Sache. Ne? Und wenn du konstant bei der einen Sache bleibst, dann kannst du auch viel mehr da erreichen und kommst so oder so weit, egal in welcher Branche. Nur weil es woanders besser aussieht, heißt nicht, dass es besser ist. Ne? Also bleib konstant. Investiert auf jeden Fall in Immobilien ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn ihr Unternehmer seid oder auch privat. Hier haben wir den Ricardo. Einen geheimen Business-Tipp bitte. Einen geheimen Business-Tipp? Schreib ein Buch. Ja, nice, sehr gut. Also, weiter geht's. Also ich finde, man sollte immer authentisch sein. Man sollte immer schauen, dass man nach außen auch so ist, wie man persönlich ist. Also einfach menschlich sein, so wie man ist, sich nicht verstellen und einfach seine Authentizität nach draußen bringen. Hier haben wir den Gerald, den Investment-Punk. Einen Business-Tipp bitte für die Community. Also ein Business-Tipp macht wenig Sinn, weil um erfolgreich zu sein und viel Geld zu verdienen, brauchst du eine Vielzahl von Eigenschaften und Fähigkeiten. Und das über Jahre entwickelt, dass du viel Geld verdienst und reich wirst. Ja? Und der eine Tipp, den gibt es nicht. Wer das sucht, der bleibt meistens arm. Okay, sehr gut. Aber kannst du einen Nugget mitgeben dann für die Kunden? Auch dasselbe, ob du das Tipp Nugget mitnimmst, ist vollkommen sinnlos. Ja? Aber bei dir sagst du ja eher keine Schulden machen in dem Bereich, oder? Wie gesagt, nur Investmentschulden. Wenn. Aber auch da kann man es nicht so generell sagen. Es gibt auch da gibt's viele Dinge, die man richtig machen muss. Ja? Ist nicht so einfach. Okay, sehr guter Tipp. Es kommt nicht über Nacht. Es zählen viele Dinge dazu. Vielen, vielen Dank. Ja, also schaut auf jeden Fall, wenn ihr nach außen auftretet, dass ihr da einen ordentlichen Außenauftritt habt, weil das ist das Erste, was eure Kundschaft sieht. Und wenn ihr da schon nicht überzeugen könnt, wie sollen dann die restlichen Marketingbotschaften richtig wirken? Ja, ich würde jetzt sagen, Airbnb machen ist auf jeden Fall ein Tipp, der Gold wert ist. Ja. Aber Fokus halten, unbedingt. Das ist das, was bei mir tatsächlich maximal irgendwie zum Erfolg beigetragen hat. Nur noch fokussieren auf ein Themengebiet, nicht versuchen, alles zu machen und auf die nächste Opportunity zu springen, sondern ein Thema und das mal durchziehen und wirklich dranbleiben, ist am Ende der Schlüssel. Okay, einfach Überzeugung haben im Angebot. 150% überzeugt sein vom eigenen Angebot. Ein schneller Business-Tipp. Denkt mal, wie eigentlich die Kundenreise eures Kunden aussieht. Also wie kommt der zu euch und wie könnt ihr diese Kundenreise einfacher machen? Und da werdet ihr feststellen, dass eigentlich kein Kunde eure Ad sieht und sofort kauft, sondern die informieren sich, die googeln euch, die gucken sich eure Webseite an. Und diese ganzen Punkte müsst ihr so ideal wie möglich machen. Und dann könnt ihr plötzlich verkaufen wie geschnitten Brot. Ja, dann nehmt ihr nur Bestellungen entgegen, die Leute sagen, boah, wie geil, kaufe ich sofort. Ne, Marc kennt das, war in der Bild-Zeitung. Da glaubt eigentlich jeder sofort, dass der Marc richtig geil und kompetent ist. Und dementsprechend machen die Jungs mehr Umsatz, sind hier mit einem geilen Stand. Und dann läuft das auch. Und so hat jeder von euch seine Kundenreise, checkt die ab, überlegt euch, wo sind Reibungspunkte und dann klappt das auch. Umsetzen schafft Umsatz und Fokus statt Hokus Pokus. Also die Sachen, die man so mitbekommt, gerade diese Tipps zum Beispiel auch in diesem Vlog, unbedingt umsetzen. Ich habe es immer wieder, dass Leute ja, viel konsumieren, sich alles Mögliche reinziehen, aber nichts draus machen. Und Fokus statt Hokus Pokus, also ganz klar einen Fokus zu halten auf das, was wirklich relevant ist und die Sachen halt ja, weglassen, die nicht relevant sind. Wenn ihr auf LinkedIn euer Profil einrichtet, schaut, dass im Banner und in dem hinterlegten Link immer nur ein Call to Action ist und nicht einmal ladet euren LinkedIn Leadmagneten runter und einmal noch irgendwas anderes. Ein Call to Action, gesamte Seite. Sehr cool. Bonustipp, welcher Call to Action macht am meisten Sinn? Erstgespräch oder was sagst du, was siehst du bei deinen Kunden? Wenn ein guter Leadmagnet da ist, gerne auf den pitchen. Ansonsten eine Call to oder eine Landeseite, die auf Vertrieb und Conversion optimiert ist, dann eine Landeseite. Werdet nicht zu einer Brandlöschfirma. Das kann ich euch allen empfehlen. Guckt, dass ihr eure Systeme im Griff habt und nicht am Ende in einem Hamsterrad permanent läuft. Also bitte im Auge behalten. Sehr gut, vielen, vielen Dank. Und der nächste Business-Tipp?
Werde Kunde bei Baulig. Kommuniziere auch deine Schwächen. Das macht dich glaubwürdiger. Fabio, ein Business-Tipp. Learning-Seed kaufen. Du hast ja ganz viele Kontakte in deinem WhatsApp. Geh mal deinen ganzen WhatsApp-Verlauf durch und schau, wer ist da noch potenzieller Kunde. Und dann schreibst du einfach mal, lass uns die Tage mal telefonieren. Kann dir gerne ein paar Tipps mitgeben, kann dir gerne was zeigen. Und du wirst darüber wieder neue Kunden gewinnen. Schau, wenn du nach Dienstleister suchst, auch mal außerhalb deiner Bubble. Schau mal, was gibt's für krasse Leute draußen, die vielleicht was Ähnliches machen, aber nicht das Gleiche machen. Dass du einfach anders wirkst. Zum Beispiel, wir arbeiten mit Regieleuten, die bei Netflix und anderen Produktionen mit dabei sein. Hol dir einfach mal Tipps ab außerhalb deines Netzwerks, frag dir um eine Beratung und dann kriegst du wirklich Input, dass du sonst in deinem Netzwerk, in deinem Umfeld einfach nicht holst. Und das sind einfach sehr, sehr geile Sachen, die uns auch zum Beispiel geholfen haben, hier diesen Messestand hier einmal zu konzipieren. Und auch für dich, such Leute, die ja was Ähnliches machen, nicht in der Bubble sind und was sehr, sehr krassen Input dir geben können. Wenn ich nochmal neu mit meinem Business starten müsste, dann würde ich mir direkt Wissen bei den Leuten einkaufen, die mir zeigen können, wie es geht. Man muss nicht alles selber rausfinden, man kann sich so viel payen, man kann sich so viel Arbeit sparen, wenn man die Sachen direkt richtig macht. Business-Tipp? Empfehlungen sind der Hebel für dein Business. Zweiter Tag Founder Summit. Wir sind motivierter denn je und auch heute holen wir wieder den ein oder anderen Business-Tipp ein, also bleibt dran. Keep pushing, immer Vollgas geben, gar keine andere Wahl. Welche Wahl haben wir sonst? Wir müssen immer Vollgas geben, immer ins Eingemachte. Und das jetzt schon um 9.30 Uhr. Geil, vielen Dank, mein Lieber. Danke, viel Erfolg, viel Spaß. Sören, ein Business-Tipp. Ein Business-Tipp. Das klingt echt bescheuert, aber aufs Herz hören, das habe ich jetzt wieder gemerkt. Weil wenn du nicht auf dein Herz hörst, dann bewegst du dich in eine Richtung, die, das bist nicht du. Und dann verzettelst du dich und dann machst du irgendwann irgendwas, worauf du gar keinen Bock hast. Und dann sind auch die Ergebnisse viel, viel schlechter für deine Kunden, für deine Mitarbeiter, also für alle. Und es ist natürlich schwierig, so wie höre ich jetzt auf mein Herz, wie geht das überhaupt? Ich denke, die meisten gehen irgendeinen Weg, den ihnen irgendwer erzählt hat, wo man selber gar keinen Bock drauf hat und das merkst du vielleicht nicht mehr. Ist tricky, aber wenn man auf dem richtigen Weg ist, dann spürt man es auch. Einfach einen Business-Tipp. Positionieren. Ja, Umsatz machen, verkaufen lernen. Wichtig ist überhaupt. Achtet genau auf das, was die Leute sagen. Und zwar, wenn die Leute dir Ratschlag geben, dann hör genau hin und gucke erstens, ob die Person schon die Ergebnisse erreicht hat, die du haben willst. Und zweitens, ob die Person wirklich die Expertise in dem Bereich hat. Ganz wichtig. Lern besser verkaufen. Du als vielbeschäftigter Meister des Verkaufs, du hast ja das Thema Versicherung, ich glaube, outgesourced, oder? Ja, ja. Es gibt da so einen ganz coolen Typen, der sowas so benimmt. Wer ist das? Der läuft ja auch rum irgendwo. So ein Typ, der die ganze Zeit Videos mit einem aufnimmt, Business-Tipps von einem haben will, gut aussieht. Dankeschön. Also Schäfer und Sonne, oder? Ja, ja. Die Besten. Dankeschön. Peter, einen Business-Tipp. Ich grüße Sie. Kaltakquise. Kaltakquise? Kaltakquise. Kaltakquise. Was aus meiner Sicht am meisten unterschätzt ist, ist Umsetzungsgeschwindigkeit. Einfach die Dinge, weil es eigentlich immer vollkommen klar, was das Nächste zu tun ist. Aber was mir auffällt, dass viele einfach lange brauchen, die Dinge umzusetzen. Ein Business-Tipp? Viel Geld verdienen. Gut. Automatisierungen. Sehr gut. Business-Tipp? Disziplin. Und Protect and Grow. Eline, einen Business-Tipp von dir. Egal was passiert, hör niemals auf, Vertrieb zu machen und fahr einfach nur die Schlagzeilen. Egal was die Leute dir da draußen erzählen, Branding, Marketing, um auf 10.000 im Monat zu kommen, musst du eigentlich nur die Schlagzeilen fahren. Du kannst alles andere falsch machen, fahr nur die Schlagzeilen. Sehr geil. Wenn du besser aussiehst, besser in deinen Klamotten aussiehst, fit bist, dann ist es ein Gesprächsopener. Das heißt, Leute, die haben einen positiven Frame, wenn du nach was pitchen möchtest, ist es einfach viel leichter, angenehmer, deswegen trainiert. Sehr cool. Von dir, hast du auch noch einen? Ja, ich kann mich nur anschließen an den Can. Guckt, dass ihr nebenher fit bleibt. Guckt, dass ihr auf euren Körper achtet, weil ja, wenn ihr einen fitten Körper habt, könnt ihr bis in die späten Jahre noch arbeiten, fit sein, fit bleiben. Und wenn ihr nicht drauf achtet auf euren Körper, dann ist es meistens schon mit 60 Schluss und deswegen achtet auf euch.
Sehr geil, geile Tipps und sieht man auch hier live. Also bei uns am Stand ist jetzt hier wieder die Hölle los. Man kommt fast nicht mehr durch, ist sehr, sehr cool. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier den nächsten finden, um den nächsten Tipp zu bekommen. Wir reißen ihn einfach aus dem Gespräch, sorry Männer, aber einen Tipp bitte von dir, den du den Zuschauern mitgeben kannst. Kurz, prägnant, ein Business-Tipp. Ein Business-Tipp, auf jeden Fall. Werbeanzeigen machen auf jeden Fall Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel Coach, Berater, Experte bist, muss ich glaube ich nicht erzählen, aber vor allem sehr, sehr viel Creative testen. Ja, viele Coaches, Berater machen immer den Fehler, dass sie immer nur, sagen wir mal, die haben eine Ad, zwei Ads, die laufen sehr geil, dann läuft es mal so ein, zwei Monate oder drei, vier, wie auch immer und dann auf einmal fangen die an, ja, teurer zu werden, die brennen aus und dann erst, oh je, jetzt muss ich mal wieder neue machen. Ganz wichtig, sorgt dafür, dass du immer wieder neue Werbeanzeigen, neue Copies vorher schon schreibst. Am besten wöchentlich, je nachdem, was für ein Adspend du natürlich hast. Aber konstante neue Creatives für deine Werbeanzeigen sind ein Muss. Anrufen. Jeden Tag anrufen, Schlagzahl, 800 Wählversuche von 8 bis 19 Uhr. Das läuft. Sehr geil. Vielen, vielen Dank. Bau dir im Hintergrund ein automatisierbares System auf, wo du vorne dauerhaft Lead reinschmeißen kannst und es dauerhaft Tag und Nacht für dich arbeitet. Und sowas ist zum Beispiel E-Mail-Marketing. Das heißt, du kannst vorne durch Sales, durch Kaltakquise, durch Ads dauerhaft immer Leads reinpumpen, kannst an die Skalierung denken und dein E-Mail-Marketing hält dir den Rücken frei und verwertet deine Leads Tag für Tag und Nacht für Nacht. Ein Tipp. Nah an der Zielgruppe sein und alles dokumentieren. Revolutionieren dein Marketing, Vertrieb, dein Fulfillment, alles mögliche. Und wenn du nah an deiner Zielgruppe bist, ist Key für alles. Personal Brand aufbauen anstatt Unternehmensbrand, vor allem wenn ihr Agenturen, Dienstleister, Coaches seid, funktioniert besser, funktioniert schneller und konvertiert besser. Wenn du im Unternehmen wachsen möchtest, dann guck immer darauf, dass die Mitarbeiter die Grundbedürfnisse erfüllt sind. Das heißt, fühlen sie sich zugehörig, anerkannt, gewertschätzt, respektiert. Geht sie recht zu. Wenn du das machst, dann bleibt dein Fundament stabil. Du bist in der Lage zu wachsen. Vielen Dank. Ein Business-Tipp. Niemals aufgeben, auch wenn es immer wieder schwankt, die Monate, ja, dass man immer dranbleibt und nicht den Kopf in den Sand steckt. Ja, einen Business-Tipp. Als allererstes, Wachstum hat nichts mit deiner Komfortzone zu tun. Verlass immer die Komfortzone. Nach der Komfortzone kommt immer die Angstzone. Wenn du der Angst folgst, bleibst in der Komfortzone. Handelst du trotzdem Angst, dann kommst du in die Wachstumszone und wirst neue Dinge erleben. Dein Business-Tipp. Mein Business-Tipp. Folge dem Trend im Markt. Das heißt, du musst immer gucken, Märkte beobachten und dann den richtigen Trend auf den setzen, wo die Nachfrage gerade sehr hoch ist, wo der Bedarf und der Pain da ist. Und dann gehst du da rein und pitchst das richtige Angebot. Perfekt, vielen Dank. Was jetzt? Ein Business-Tipp bitte haben. Kauft euch eine Patek. Nein, schneid das raus. Okay, der zweite. Aber es ist ein guter Tipp, Hatten wir heute auch noch nicht. Hattet ihr heute noch nicht? Nee. Oder willst du? Was soll das besser? Komm. Ich weiß nicht. Nein, komm, gib alles, irgendeinen, der alles. So richtig Schrott war. Nein, hör lieber auf deinen Kunden. Nein, hör auf deinen Kunden. Also okay, Patek und ein Tipp? Nein, also pass auf, das mit der Patek war natürlich legit ein Witz. Ja. Wenn man eine trägt, ist auch ganz geil. Man sollte sich niemals darauf irgendwie reduzieren. Ja. Das Ding ist halt, ich höre meinem Kunden einfach verdammt gut zu und versuche deswegen eine gute Beziehung zu ihm aufzubauen. Das heißt, ich weiß genau, was er hat und ich verstehe genau, was sein Problem ist und kann deswegen genau ableiten, ob ich ihm helfen kann oder nicht. Und deswegen hole ich auch nur die Kunden ab, denen ich auch wirklich helfen kann. Und wenn ich ihnen helfen kann, dann sind die auch mega happy. Das heißt, wenn ihr jemandem nicht helfen könnt, close den nicht auf Biegen und Brechen, sondern sucht euch die Leute, denen ihr wirklich Mehrwert liefern könnt. Das ist mein Business-Tipp. Perfekt. Vielen, vielen Dank, Abend. Sehr gerne. Ganz schönes. Und das war die Founder Summit 2024. Eine Menge geiler Leute, viele Bestandskunden waren bei uns am Stand, haben vorbeigeschaut. Vielen Dank an dieser Stelle. Viele neue Kontakte geknüpft, viele neue Kunden werden auch von diesem Event gewonnen. Also es war ein fantastischer Erfolg. Vor allen Dingen, Wetter hat super mitgespielt. Und jetzt für dich, abonnieren und liken nicht zu vergessen. Wir sind raus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Marc.